Die Geschichte dieser Hündin hat im August ganz Deutschland bewegt. Ein trächtiges Kangal-Mischlingsweibchen wurde in einem Weinberg bei Deidesheim ausgesetzt. Unter großen Strapazen brachte sie 14 Welpen auf die Welt, 10 überlebten. Wer sie hier dem Schicksal überlassen hat, ist nicht bekannt. Sie bekam den Namen Mira und wir wollen wissen, wie es ihr und den Welpen in den vergangenen Wochen ergangen ist. Nach anfänglicher Skepsis erlaubt Mira uns auch, ihren Nachwuchs zu sehen. Die Mutter und ihre etwa 6 Wochen alten Sprösslinge leben im Tierheim Frankenthal und es geht ihnen bestens. Die hatte ja eine sehr, sehr starke Anämie, eben halt auch bedingt durch den ganz starken Flohbefall, den sie hatte. Flöhe saugen ja eben auch Blut, dann die Geburt noch mit dabei und wie die ganze Ernährung von ihr vorher ausgesehen hat, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Sie frisst super gut, sie ist gut drauf, sie bewegt sich sehr viel. Die Welpen sind genauso gut, die nehmen super zu. Wir haben mittlerweile ein Gesamtgewicht der Welpen heute. Stand heute 32,5 Kilo, wiegen also alle 10 zusammen. Nee, den Hunden geht super. Es handelt sich nicht um reinrassige Kangals. Das Ergebnis eines Tests zur Erkennung der Rasse stand noch aus. Fest steht, in ihnen steckt ein Herdenschutzhund. Und einem solchen Hund kann nicht jeder ein passendes Zuhause bieten. Also wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, dann hätte ich gerne, dass dieses neue potenzielle Zuhause auf beide Hunderassen, die da in diesen Welpen mit drin vermischt sind, eingehen kann. Also ich hätte gern einen großen Hof, vielleicht mit einem Tierbestand, was die bewachen können. Aber auch, dass das Ganze eng am Haus mit angegliedert ist, dass wenn der Hund dann sagt, ach nee, ich möchte jetzt eben doch nicht auf die Schafsweide aufpassen, ich möchte jetzt doch lieber bei dir auf der Couch sitzen, dass man das diesem Hund eben auch ermöglichen kann. Wir haben die Genetik von dem HSH, die ist da auf jeden Fall mit drin, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ich wünsche mir auch HSH-erfahrene Leute, die wissen, auf was sie sich da einlassen. Kangals und auch Kangal-Mischlinge können noch deutlich größer und schwerer werden als Mira. Sie verteidigen ihr Territorium und ihre Schützlinge ohne Kompromisse. Kangals werden seit Hunderten von Jahren in der Türkei gezüchtet, um Menschen und Tiere vor Raubtieren zu schützen. In Deutschland bevölkern sie die Tierheime. Es sind viele Vermehrer dran schuld, Internetplattformen, Leute, die, also Hundebesitzer, die keinerlei Ahnung von diesen Hunden haben, die sich maßlos selbst überschätzen und einen mini-kleinen, süßen Welpen kaufen, denken, ich kriege das schon hin mit guter Erziehung und so weiter, nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, der Hund irgendwann anfängt, was weiß ich, die Sofa zu bewachen und man lässt dann die Besitzer nicht mehr aufs Sofa drauf oder ans Kind dran. Der Hund ist völlig stumpfsinnig, wird in irgendwas reingelenkt, soll vielleicht Sitzplatz machen, was er überhaupt gar nicht möchte. Und dann sagt der Hund irgendwann mal, du, ich habe jetzt mal keinen Bock mehr auf diese Dressur. Er beißt dann oder er schnappt und dann ist der Hund recht schnell im Tierheim und dann ist er schon teilweise verkorkst. Und die Tierheime haben halt eben ein Riesenproblem, für solche Herdenschutzhunde ein geeignetes Zuhause zu finden. Genau darum muss sich Simone Jurjew jetzt kümmern. Die Welpen sollten erst im Alter von 3 Monaten ihrer Mutter verlassen. Es gibt sehr viele Anfragen. Ich werde auch ganz vielen Leuten vor den Kopf stoßen, die ein super tolles Zuhause von der Beschreibung für einen Labrador oder für einen Pudel oder für einen Schäferhund haben, aber eben halt nicht für einen Herdenschutzhund. Ich habe jetzt vielleicht 5 oder 6, die in meine engere Auswahl kommen, die ich auch einladen werde. Aber wir haben ja 10 Hunde und also wie gesagt, gerne nehmen wir noch Anfragen entgegen. Noch sind sie zusammen, Mira und ihre Kinder, die vorübergehend nach Weinsorten benannt wurden. Im Alter von 3 Monaten werden sich die Wege wohl trennen. Wir hoffen, dass die Welpen ein schönes und vor allem geeignetes Zuhause finden und auch Mira in liebevolle Hände kommt.